25. Merkur-Spielothek habe. Und das macht mich mächtig stolz, dass wir inzwischen, wenn auch mit einem Jahr Pause im letzten Jahr durch die Umbaumaßnahmen in der Kreissporthalle, jetzt im 26. Jahr die 25. Auflage stattfindet. Aber es ist ein silbernes Jubiläum. Und ich freue mich, dass in diesem Jahr einmal der VfL Gummersbach zum dritten Mal teilnehmen wird. Und ich verspreche Ihnen, wir werden alles daran setzen, dass der VfL Gummersbach bei seiner dritten Teilnahme nicht das dritte Mal als Sieger vom Feld geht. Oder der erste Spieltag findet dieses Mal in Minden statt. Am Freitag, den 12.8. wird um 18 Uhr im ersten Spiel der TuS Lübbecke gegen den VfL Gummersbach antreten. Und um 20.15 Uhr wird dann GWD Minden gegen Celje das zweite Halbfinalspiel bestreiten. Am Samstag in der Merkur-Arena dann das Spiel um Platz 3 um 17.30 Uhr, Entschuldigung. Und das Endspiel wird dann stattfinden um 19.45 Uhr, eben auch in der Merkur-Arena. Was ist, was sagt man? Ja. Außenseiter. Ja. Willst du das so sagen, ja, vielleicht? Ne? Nein, und für uns ist das ganz, ganz interessant, spielt gegen diese Mannschaft. Ich denke, es ist mittendrin in der Vorbereitung für beide Mannschaften, es ist direkt in der Mitte. Und insofern wird es für alle, denke ich mal, so eine. Der erste Test ist trotzdem ein Testspiel vor der großen Saison. Wird es ein erster Test werden, wo man schon das ein oder andere, was man in der Vorbereitung gemacht hat, weil da mit Sicherheit der Ball dann auch schon mehr eine Rolle gespielt hat, dass man sieht, was kann man erwarten, wo geht der Weg so ein bisschen hin. Aber es ist jetzt nicht das Ausschlaggebende für das, was 3,5 Wochen oder 3 Wochen später passiert. Das ist absolut in der Mitte und ist ein Test auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das ist eben auch das, was man im Training eben nicht simulieren kann. Und insofern ist es absolut top. Dieses Spiel gegen Gummersbach, ist das so ein bisschen prickelnd dann? Oder sagst du, das ist Vorbereitung? Das ist Vorbereitung, aber jedes Spiel ist wichtig. Aber so ist etwas anderes gegen Gummersbach. Aber für mich ist, muss ich sowieso 150% geben und Aufstieg. Wir wollen da wieder Derby spielen. Ja, mir auch. Das